Ein herzliches Willkommen und hallo zu einem weiteren Part Let's Play World of Final Fantasy. Ich bin es euer MC. Wir haben inzwischen mit Silph 8 Punkte und die können wir alle nicht einsetzen, das ist traurig. So, was ist beim letzten Mal geschehen? Wir haben ein neues Mirabor freigeschaltet. Und jetzt? Hä? Und wo ist mein neues Mirabor? Warte. Du hast, ein neues Mirabord wurde freigeschaltet. Linke Klaue, Voraussetzung Level 15. Ja, wo ist das neue Mirabord? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Normalerweise wird das ja mal. Hä? Frag mich nicht, was das jetzt gerade zu bedeuten hat. Okay, wir haben aber kein neues Mirabord bekommen. Nun gut, wie auch immer, was ist los? Wir sind beim letzten Mal in die Wüste gekommen, nachdem wir aus diesem Moorsumpf hier mit Snow endlich entfliehen konnten. Als wir das geschafft haben, wurden wir erstmal von so einem Reisenden hier getreut, der uns ein bisschen Sonnencreme hier, also keinem Reisenden, einen hier aus einem Lager, der uns hier gefunden hat und uns glücklicherweise geholfen hat. Und daraufhin, was haben wir hier? Eis. Da kann sich ja nur ein Quatsch entwickeln, das ist ja eigentlich richtig schlecht. Und was habe ich denn davor? Der wechselt doch dann sein Skillboard, oder? Warte mal kurz, machen wir das mal. Der hat uns ein bisschen Sonnencreme gegeben und dann hat er uns so böse angeschaut. Bin ich mir ganz sicher, dass er böse ist. Aber ich könnte ihn zu einem Quatsch machen, aber davon habe ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht so viel. So, wir tun ihn hier noch ein bisschen abskillen. So, freies Feld überall. Hier ein Eismiererstein, der ist sehr geil, den nehmen wir. Eskorte will ich nicht. Freies Feld, überwältigen ist auch unnütz. Ich will hier hoch. Schneesturm, Mann, das hört sich geil an. So. Aber wir upgraden natürlich wie eh und je alles. Und nun sind wir hier in der Wüste. Wir haben ja schon gegen Sphinxen und alles Mögliche gekämpft und schlagen uns jetzt einfach hier mal weiter durch in der Hoffnung, dass irgendwann mal was Besseres auf uns zukommt. Gut, Tama hat inzwischen 12 Punkte, die wir alle nicht einsetzen können. Wir werden jetzt mal tauschen. Wir werden jetzt mal unseren Kampfstab ändern, auch wenn ich mir nicht sicher bin, ob das eine gute Idee ist. Aber ich will damit eigentlich noch bis zum nächsten Speicherpunkt warten. Weil dann kann ich mir... Kann ich mal wirklich hier coolere Mirages, kann ich schauen, welche coolen Mirages ich da eigentlich holen kann. Oh, ich kann einen Chocobo fahren. Oh, endlich ein Chocobo. So. Ich kann einen Chocobo machen. Ich habe einen Chocobo. So. Okay. Freies Feld brauchen wir nicht unbedingt. Das heißt, komm, Metamorphose. Chocobo! Sieht der cool aus, Mann. Chocobo. Ach, da steht aber nicht die Größe von dem Mirage. Das ist schade. Okay, wir hätten jetzt aber schon mal einen Chocobo, aber der bringt uns jetzt auch nicht so viel. Und dann kann ich ja wieder, dann habe ich ja wieder keine Fähigkeiten. So, was haben wir hier? Volltreffer oder wo geht's hier hin? TP. Na, machen wir mal maximale TP. So, und dann sind wir schon wieder bei Self. Okay, kurz alles abgegradet. Dann legen wir noch schnell den Mirastein an. Ich würde sagen, wir geben dem Mirastein hier Rain. So, und oh, wir haben den Mirastein anlocken. Verleiht Rain und die Fertigkeit anlocken. Ich nehme das mal, weil Lane ist eher so der, der die Leute anlockt und dann sagt, hey, hier bin ich, Mann, kommt alle her. Und dann die Gegner einen alle auffressen. So, ich bin in der Hoffnung, dass wenn wir hier lang gehen, dass wir überhaupt weiterkommen. Ich bin mir nämlich da nicht ganz so sicher aktuell. Ich befürchte, dass wir irgendwie hier in der Sackgasse wieder rumlaufen. Barmut-Soldaten gibt es ja auch, wie wir gerade mal wieder schön sehen, ohne genau zu wissen, wieso sie hier sind. Würde mich eigentlich schon mal stark interessieren. Schlagen wir uns auch durch diese durch. Wir hören auch immer in letzter Zeit so ein großes Grollen und ich befürchte, da wird irgendwas Schlimmes auf uns zukommen, aber hey, dafür haben wir hier unseren Vita-Zauber, oder? Zack. Oh. Es ist echt cool, Mann. Wir haben jetzt schon so viele schöne Regionen durchschritten. Wir waren jetzt schon in einer Eisregion. Dann waren wir natürlich in Höhlen. Wir hatten einen Lava-Tempel. Wir hatten... unter Wasser fehlt noch direkt. Also direkt unter Wasser hatten wir noch nicht. Oh, da ist der Speicherpunkt. Da will ich hin. Da muss ich hin. Und ich will zurück, weil da ist eine Kiste. Was hat man noch? Dann hat man hier Sumpf. Wüste hatten wir jetzt. Oh, Chocobos! Chocobos! Tut mir leid, Chocobos. Tut mir sehr leid, aber es musste sein. Was gibt's da an Erfahrung? 10.000? Bester Grinding Spot ever.
man kann hier echt geil grinden. Ich muss nur im Kreis laufen eigentlich, warten, bis diese Kombi kommt. Und immer wenn diese kommt, gehe ich schnell zum Speicherpunkt, hab dann erstmal wieder voll TP und mach dann wieder Ultralodern. Ziemlich nett. So, wir werden jetzt aber mal switchen. So, was, ich weiß halt nicht, was für, also ich kann jetzt echt nicht abschätzen, was für ein Boss hier kommen würde. Muss jetzt nur mal schauen, wie das mit den Upgrades aussieht. Es nervt mich so. Stealth hat ein Upgrade, Mann, kann ich nicht machen. Tom hat ein Upgrade, was ich nicht machen kann. Die beiden kann ich auch nicht upgraden, die Luschen hier. Ja, okay, den kann ich zum Mini-Dalio machen. Das bringt's aber auch nicht so. Geht seine Abwehr weit nach unten? Na, na, na. Oder? Nee, seine Abwehr geht sogar nach oben. Gut, Ignil. Geht sein Leben nur auf 1000 runter? Aber dafür hätten wir mal jemanden, der Blitzattacken kann. Ich brauche einen mit Stufe S. Und wenn ich einen Chocobo habe, habe ich halt schon wieder Stufe H. Ich brauche einen kleinen G... Ah, Schneeflöckchen. Könnte man machen. Das wäre gar keine so dumme Idee. Da verstehe ich... Oh, jetzt kommen wir ihn zu Linke. Dr. Linke Klaue entwickeln. Ach, das finde ich nicht cool, Mann. Ich dachte, es gibt... Ich will ja rechte und der linke Klaue. Was ist da unten? Was hat der denn für ein Skillboard? Kann ich mir das anschauen, das neue Skillboard? Nicht, oder? Ist einfach das Gegenteil von ihm. Okay, ich bin ernsthaft enttäuscht. Ich dachte, wir haben irgendwann mal linke Klaue und rechte Klaue und dann fusionieren wir die und dann haben wir die ultimative Klaue, Mann. Aber das ist leider nicht der Fall. Da bin ich echt ein wenig enttäuscht. Ha, was machen wir denn sonst noch so? Was haben wir denn noch so für coole Mirages? Also, ich würde ehrlich gesagt auch mal meinen, nicht den Biomod, den Babymod könnte man auch mal nehmen. Aber ich meine, wenn ich den entwickle, habe ich auch wieder eine Stufe L und dann kann ich auch nur auf dem reiten. Ich bräuchte im Endeffekt mal wieder so einen Kopfstapel. Ihr wisst, was ich meine. So. Also, ich könnte jetzt hier Jockey ganz oben hin tun. Pinguin kann ja eh nur so Quattro werden und Quattro ist doof. Ist ernsthaft doof. Schaut euch an, ist in allen Dingen schlechter. Da behalte ich erstmal meinen Pinguin und tu den drauf. Geht natürlich meine Feuerresistenz gescheit nach unten. Aber wenn ich hier das mit dem Megadalion hier kombiniere, sollte was Gutes rauskommen trotzdem. Und bei Chocky ist das halt das Problem. Ist, ich meine, ich habe ihn, aber er ist halt echt nicht effektiv, wenn ich den nicht zum Chocobo mache. Und wenn ich ihn zum Chocobo mache, dann brauche ich ihn wiederum nicht. Ist immer dasselbe, Mann. Die besten Mirages sind immer die mittleren. Die mittleren oder die unteren. Die oberen, das ist nur, damit du mit denen anfangen kannst zu leveln. So, habe ich irgend noch einen coolen Mirage, den ich auf meinen Kopf draufsetzen kann? Bitte immer nach Größe sortieren. Da habe ich noch den Hutmacher. Octodad lohnt sich nicht. Toad, aber der kann sich nicht mehr entwickeln. Dann habe ich hier Mini, das ist ja dasselbe. Und dann habe ich noch einen Mini-Pony, Quatscher und den Hutmacher. Ja, das lohnt sich ja nur noch der Hutmacher. So, und dann gehen wir jetzt mal in den Mira. Nicht in die Mira-Steine. In den Kampfstapel. So. Gibt es irgendeinen Vergleich zu Sylph? Ich meine, dass meine Werte nach unten gehen, ist klar. Stärke, oh, aber schon krass gehen die nach unten. Boah. Bei Tama wird es wahrscheinlich noch nach oben gehen, aber beim Rest geht es schon sehr nach unten. Und da steht ein Bossfight voran. Ich überlege es mir gerade anders. Weil jetzt wird erstmal ein Bossfight kommen, vielleicht nach dem Bossfight werden wir das dann mal abändern. Aber ihr seht mal, mein Problem ist, es lohnt sich nicht wirklich, einen neuen Mirage-Stapel zu machen. Weil egal, wie ich meinen neuen Stapel mache, der Mirage, den ich oben aufsitzen habe, wird immer nach einer Weile sich entwickeln können und dann wird er wahrscheinlich Größe M haben. Also nicht gleich Größe L, das muss nicht gleich immer sein, aber er wird Größe M haben. Und das heißt, ich kann ihn dann nicht benutzen, weil ich bin ja meiner Chibi-Form. Und da ich unbedingt hier Ignil und Free Willy haben will, hier meine beiden großen Freunde, weil das meine mit Abstand stärksten Mirages sind, nicht nur wirklich vom Level jetzt auch her. Klar, Sylph und Tama sind noch, ich glaube, ein, zwei Level stärker, aber von der Power einfach, lohnt es für mich einfach nicht, eine andere Form zu nehmen. Selbst mein Beomod, Mann, das wäre jetzt wirklich noch eine Option, wo ich mal tauschen müsste, vielleicht. Aber dann müsste ich ja auch einen von dem beiden wegtun und das ist auch jetzt nicht so gut, Mann. Ich habe hier einen Gegner. Ich bin zum Beispiel gegen Flammenattacken, bin ich inzwischen komplett fast immun. Ich mache jeden Feuergegner mit Leichtigkeit alle. Aber das Problem ist, es wird halt kein Feuer-Dungeon mehr kommen. Wir hatten den Feuer-Dungeon in diesem Spiel schon. Und deswegen bin ich mir sicher, dass uns
irgendwann mal noch ein Wasser-Dungeon erwarten wird. Und vermutlich dann auch nochmal ein Blitz-Dungeon oder Wind. Und da bin ich dann halt echt nicht gewappnet. Ich bräuchte eine starke Blitzkreatur. Das Problem ist, es gibt diese Kirschbomber oder wie sie auch immer heißen mögen. Ihr wisst, wen ich meine. Die Explosives hier. Können auch in einer Blitzform auftauchen. Und die, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also, mein Final Fantasy ist mein halbes so aus den letzten 10 Jahren. Und sowas bräuchte ich. Ich bräuchte einen echt starken Blitzgegner, der aber klein ist, den ich auf meinen Kopf draufsetzen kann. Das brauche ich. Ich brauche Eisgegner, brauche ich jetzt im Endeffekt auch nicht, weil ich meine, was hilft mir Eis? Naja, was bleibt uns anders übrig, als erstmal weiter zu schreiten. Ich glaube, jetzt kommt erstmal ein Boss. Oh my gosh. How many of them are wriggling around down there? Well, whatever the answer is, don't tell me! These things have been under us the whole time? More than you can possibly imagine. Ah, I said don't tell me about it! Tauma ist so gemein. Wie konnte ich die Muster überlegen, Tauma aus der Party rauszutun? So. Okay, Wasser ist deren Schwäche und jetzt wisst ihr schon wieder einen guten Grund, wieso... Nein, nein, was mache ich denn da? Wieso ich freiwillig nicht aus der Party rausgetan? Okay, so machen wir 769. Also aktuell würde ich sagen, sind nicht allzu stark. Wie sieht es mit dem Leben aus? Okay, sind schwach. Schwach, sind echt saumäßig schwach. Muss ich mir keine Sorgen machen, Mann. Ich hatte jetzt die Befürchtung, dass sie vielleicht so 13.000 Leben oder sowas haben, aber so... Kein Problem wird es. So... Da beide unsere Charaktere auch hier Aqua haben, wird das kein Problem. Und die haben nur 4000 Leben. Eigentlich müsste ich nicht mal Aqua einsetzen. Ja, aber es wird halt irgendwann mal aufhören, Mann. Es ist, Wasserattacken sind in dem Spiel echt unbezahlbar, weil es sehr viele Flammengegner gibt. Es gibt sehr wenige Eisgegner, fällt mir auf. Aber sehr viele Gegner halt die Flammenattacken einsetzen. Und da ich mit Igni immun gegen Flammen bin und gleichzeitig dann noch mit Rain dann mit ihrem Free Willy hier eine hohe Resistenz gegen Feuer hab und gleichzeitig aber dann noch sehr viel Schaden gegen Feuerkreatur machen, ist das halt meine unbezahlbare Kombi und deswegen bin ich auch so zufrieden aktuell. So. Wir haben hier echt aktuell für den Spielstand, wo wir sind, haben wir aktuell wirklich eine optimale Party. Es geht nicht besser. Und das war's. Volltreffer, 43 Schaden. Okay, ich dachte mir jetzt, oh Leute, was macht der jetzt? Und dann 43 Schaden. Yeah. Krasser Boss, meine lieben Leute. Okay. 33.000 Erfahrungspunkte für das. Naja, ich so beschwere mich nicht, aber es sah schon sehr merkwürdig aus. Egal, Erdhammer und noch einen neuen Alma-Kristall. Are you trying to get killed? I won't make it. What just... Whatever. I'll take it. Did, but thanks. Save it for later. The longer we all stay out here, the shorter we'll live. Dude, what? Come on. Right. Got it. The moon is a thing of beauty tonight.
surprising. I never thought the giants from the hills would have so much trouble crossing a desert. Oh, so then you've heard of us. Why are you so happy about that? Trust me, we do not want fame. This'll warm you right up. Oh, thanks. Oh, why thank you. The keys from the prophecy? Interesting. That explains some things. Hmm? So you've heard of them? I don't suppose you can tell us more. There are four. Earth, fire, water, and shadow, if I remember correctly. You wouldn't also happen to know where the keys are hidden. Is something wrong? Oh, sorry. I've never heard exactly where the keys might be hidden. But listen. I might know something about that. Really? The key of Earth lies in the cradle of Mako's light. The key of tides, that one lies in the temple in the deep. The key of shadows lies in the land of naught but night. Oh, that sounds nice and specific. Wait, is that from the Crimson Prophecy's missing verse? Yes. You know much, Traveler. Time out. What is this missing verse? They say that part of the original prophecy was omitted from subsequent copies. However, to be able to read that... Oh, I haven't read it myself. I heard it from someone who has. And Bahamut's castle? You, probably don't know that much. How would she know where that is? I don't know. But there are whispers. What? Seriously? This is merely a rumor, but they say the castle you seek, the domain of the heralds and their king, lies past the Crystal Tower, beyond the path of the gods. Heralds? So then, the king who founded Bahamut? Cool. So, all we have to do is get those four keys, and then haul Heine over to the Crystal Tower, am I right? Yeah, from the sound of it. All this reassuring info is making me sleepy. Don't yawn, Lon. You're making me yawn, too. What do you say we just turn in here for the day? Yeah, okay. Good night, Rain. Good night. What is that noise? Now what? That chain! The Federation. What are they doing here? We were careless. The drinks, last night. What? They were... Dude, my body. I can barely... No heroics, please. Hey now, that is certainly no way for us to treat a lady. Or as I frequently say, the churl never gets the girl. Rubbish. Who's the knight? The Federation.
Who else could it be? I believe our arrangement said the giants were mine to attend to. Attend to? That sounds awfully churlish to me. Ah, but no. See, you may be a giant, but my attention, I save for real grown-ups. That's it! Nobody talks to her like that! Lon! Let's try to keep things civil, if you don't mind. Please don't struggle. What is going on? I don't know. Chapter 14. Lost Powers. Sis, are you okay? I think so. Are you okay? Yeah. Except, what did they do? Ow! Also, like, what is this place? Endlich ein gescheiter Final Fantasy Charakter. Tifa und Yuna ausgeschlossen, aber endlich ein Charakter, mit dem ich Final Fantasy personifiziere. Lightning. Ganz klar. Also einmal sehr cool, wir haben Lightning getroffen, hier, Final Fantasy 13, ja, ich bin Lightning, ich bin Emo, ich bin immer so Depri und ja. Aber wir haben hier Edgar getroffen und wir sind hier in der Burg Figaro aus Final Fantasy VI. Die Festung, die sich unterhalb des Sandes immer bewegt und hier, es ist eigentlich im Endeffekt wie Final Fantasy VI. Da war es halt dann das Imperium und halt nicht die Föderation, aber das Imperium hier von Fürst Gesta, glaube ich, hieß er eben, der ja nur die Marionette von Kefka war. Übrigens, wenn wir Kefka immer treffen, Mann, oh, ich werde den sowas von fangen. Und wir sind nun gefangen geworden, wir wurden betrogen, wir wurden hier vergiftet und dieser mysteriöse Ritter kam, Ritterin kam und hat uns hier gefangen genommen, Lightning Spear verwundet, so wie es aussah. Und irgendwie hoffe ich doch, dass es ihr gut geht, weil nichtsdestotrotz, auch wenn Lightning ist, sie ist trotzdem ziemlich badass, Mann. Und sie hat uns hier mal eigentlich einige interessante Hinweise gegeben. Und dass dieses Mädchen böse war, das war eigentlich schon ziemlich klar, Mann. Wenn sie schon so viel über diese Prophezeiung weiß, dann war eigentlich klar, dass sie böse ist. Und wir sind hier trotzdem in der Burg Figaro. Und wenn jetzt Locke kommt und uns rettet, Mann, dann haben wir endlich mal die besten Final Fantasy Charaktere. Locke, Seles, scheiß auf Terra, Mann. Terra, Hauptcharakter von Final Fantasy VI, träumt ihr davor? Seles, mein bester Final Fantasy Charakter. Und wer bist du? Excuse me. Do you know where we are? Giants, eh? Now what did you do to get thrown into this sorry place? Huh? This is a prison situated beneath Figaro Castle. Dude, prison? For real? Well, they call it prison, but it's more like a death sentence. That can't be. There must be a way out of here. Oh, wouldn't that be nice? But you can forget about it. You won't find any human guards, because much worse is on patrol. Sentient machines that hunt down all who try to escape. Just surviving down here is a small miracle. Sentient machines? They're not mirages? How's a lowly prisoner like me to know? But I suppose that they must not be. When the King of Figaro stumbled upon this place some years ago, he decided to enlist help from folks at Shinra. But then all the machines that Shinra brought in, they started attacking people, as if they had minds of their own. Ultimately, the site was abandoned, and now the worst of Figaro's criminals are sent here to rot. Are you two heading out? Then you better watch your back. One more thing. I've managed to stockpile some supplies. Best prices in prison.
Was bist denn du hier für ein eiskalter Typ, Mann, hier? Amnesie, Tobsucht. Das könnte man brauchen. Das kann man sogar sehr gut brauchen. So, kaufen wir mal davon 5. Blind, konfus, Schlaf, Gift. Super, aber es gibt keinen E-Tipp, mit dem man sich heilen kann. Davor, wenn man Todesurteil hat. Sehr gut. Ja, gut. Kaufen noch 5 Supertränke und dann passt das auch. Da, bringt dir zwar nicht das Geld hier im Gefängnis, aber trotzdem. What in the... That would be the castle submerging. Now that I think of it, the castle did seem to appear out of nowhere. I hear the first time they poked around here, the castle plowed forward, and they ended up having to redraw all the maps. At least that's the story. Die perfekte Rüstung für den großartigen König hier von Figaro, den guten Edgar, Mann. Und ihr seht es auch an Edgars Art, Mann. Der ist nicht so richtig böse, Mann. Der ist halt so ein typischer Schlawiner, Mann. So kennt man ihn halt. Und wir, schau dich mal an, wie wir hier gerade Rain überfordern, Mann. Es ist zwar alles schlimm und tragisch, aber ich bin einfach so glücklich, dass wir endlich mal Final Fantasy 6 Charaktere haben. Tiefer an allen Ehren und natürlich auch Juno. Aber verdammt nochmal, Final Fantasy 6, Mann. Wir haben keine Mirages, wir sind aufgeschmissen. Keine Ahnung, wo Tama ist, wo Lightning ist. Eins ist sicher, wir sind gerade allein. Und das Einzige, was wir machen können, ist nun voranschreiten, in der Hoffnung, dass wir hier irgendwie lebendig wieder rauskommen. Doch bevor wir das versuchen, machen wir erstmal einen kleinen Cut und beim nächsten Mal geht's weiter mit World of Final Fantasy. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen. Ciao.